Ja, den Passierschlag treffe ich nicht. Dann hast du noch zwei Aktionen. Genau, kriegen die beide... Du kannst sehen, wie Bahnscheiern auch auf dich zuläuft. Ja gut, aber da stehen ja Menschen im Weg, obwohl das wird ihn vermutlich wenig jucken. Ja, ich muss aber einen von denen töten. Hat der Mann mehr Ini als ich? Also hat er schon geahndet oder noch nicht? Bahnscheiern kommt auch auf der 19. Also der, der ist jetzt eine Aktion gelaufen. Kann ich vor Rafim noch ziehen? Klar. Und seine Gegner töten, dass er für Bahnscheiern bereit wäre? Wäre möglich. Das wäre mehr Ini, klar. Du kannst sogar beide. Ja, du kannst 1, 2, kannst 2, 3 Aktionen vorziehen. Okay, mich greift ja keiner an, weil das wüsste ich mit meiner Ini. Ja. Ich komme an die ran. Also. Du müsstest dich einmal positionieren, damit du dann auch neben Rafim stehst. Okay, ich glaube, das wären so 3 Schritte. Ja, also eine Aktion Position. Und drei Schritt kann sie aber in freien Aktionen gehen. Eine Aktion, genau, Position. Ich hab aktuell 4 freie Aktionen. Das heißt, ich habe jetzt noch eine freie Aktion. Und stimmt, auf 31 wechsel die vierte. Die können nicht parieren. Die können nicht parieren, das heißt, oder was auch immer. Ja. Du bist auch du bist nicht in Überzahl, weil jetzt geht es 2 zu 2. Ja, das stimmt. Dann sage ich mal einen Wuchtschlag 6 an. Falls das überhaupt noch nötig ist. Wie angeschlagen sehen die denn aus? Sie brennen für. Du gehst davon aus, dass sie so 10, 12 Lebenspunkte verloren haben. Ja, gut. Dann erstmal Luftschlag 6. Der trifft. Der nächste. Oh. Dann machen wir das gleiche nochmal. Das ist knapp gelungen. Dann kannst du zweimal die W6er reinhauen. Wenn wir hier die plus 6 so drauf verlieren. Okay, ich stelle mich gerade blöd an. Nein, so ging es. Ja, doch. Das wären dann 9 plus 6 wären 15 für den einen. Ja. Und 12 plus 6, 18 für den anderen. Ja. Dann bricht der eine von den beiden zusammen, der andere noch nicht. Und Banshayan stürmt in den Rücken des dritten, den Zulamin gerade verletzt hat, und tötet ihn. Weil er rein Arschloch ist. Aber er bleibt stehen. Rafim, du siehst, er macht keine Anstalten, dich anzugreifen. Derweil die anderen Novadis, die Verkina, die Fasara, sind gerade dabei, sich gegenseitig aufzumischen, liegen im Staub, liegen im Blut. Und es sieht so aus, als ob sich nach und nach dann auch dieses sehr kurzige, blutige Intermezzo dann zusammen auch mit dem Feuerball von Nabelbier sehr schnell verflüchtigt hat. Ja, ich möchte ihn aber angreifen. Der mit einer Armbrust hat er gerade weggelegt und kommt auf Rafim zu. Ja, der Mann hat ja gerade gestürmt. Ich mache meine eine Aktion Position und haue ihm Wuchtschlag ins Gesicht. Ja. Komm. 6er Wuchtschlag. Er weicht aus. Er versucht es. Ja. Schafft's nicht. Das ist gut für mich. 22 in den Schildarm. Ja, er heult einmal auf, brüllt einmal auf, du siehst seine angefeilten Zähne und knurrt dich an. Hör auf, du Schwein! Und ja, der andere kleine Zwerg waschelt weiter auf euch zu. Die anderen haben vorgezogen. Isarun kann dabei zusehen, wie die geblitzten Gegner sich in aller Seelenruhe verbinden, fesseln. Hat Jada noch eine Aktion? Hat er auch nicht. Nächste Kampfrunde, 15. Bald ist der Zwerg jetzt dran, also hast du ihn hier ähnlich gezogen. Keine 40 Meter mehr. Du würdest sagen 30 Meter. Von dir zumindest. Dann mache ich eine Bewegung nach vorne. Ja, das reicht leider immer noch nicht. Ja. Was willst du machen? Ein Archophaxius. Ja, du kannst schon Archophaxius ansagen. Er kommt ja auf euch zugestimmt. Ja, gut. Werde ich meinen Archophaxius aus dem Stab lösen. Ich habe mittlerweile auch die Werte für meine. Das ist eine 9er Erschwernis. Und dann schauen wir mal. Nicht gelungen.
Ja, du klopfst deinen Stab auf den Boden und merkst wohl, wieder wohl die Matrix noch mit der Dunkelheit kämpft und ja, nichts passiert. Jo. Dann ist die beiden Moha, die links vor mir stehen, gehen die auch auf uns zu? Brennen auch, nee, die brennen, die wälzen sich am Boden. Gut, dann würde ich meine Ballastrine auf den Ratteral, heißt der, Ratteral von Bitana abfeuern. Die wälzen sich alle, beziehungsweise ich muss gerade gucken, die drei, die vorne sind, die kämpfen da miteinander, beziehungsweise Jalan hat die auch schon kaputt gemacht, also er lebt noch, du kannst ihn jetzt umbringen, aber er kämpft zumindest nicht mehr gegen euch. Was ist mit Gallus? Der kämpft doch nicht mehr. Nee, aktuell hat sich nur noch der Zwerg gegen euch verschworen. Ogrean. Gut, der war außerhalb meiner Reichweite. Der ist ja in 40er Schrittreichweite oder so. Ich habe bloß 28 Schrittreichweite in Ballastrina. Insofern würde ich mich weiterhin abwarten. Ich würde mich direkt dem Voltax herstellen und die Ballastrina auf Morian richten. Dann stehst du aber in der Dunkelheit. Ah, dann mach ich das. Du kannst in der Dunkelheit nicht sehen, nur Voltax. Dann mache ich das jetzt mal nicht. Dann stelle ich mich rechts von Rafimo hin. Alles klar. Gut, die Gladiatoren sind dran. Da kämpft kaum noch einer. Das ist außer gegeneinander. Mogrian stirbt weiter auf euch zu und Rafim töten. Rafim. Achso, warte mal. Der andere Gladiator würde nur noch parieren. Banshayan will nicht gegen dich kämpfen. Was hat denn hier mein Freund gemacht mit den Hörnern? Er will parieren, falls du ihn angreifst. Er greift dich nicht an. Ich bin so enttäuscht. Greift mich sonst jemand an? Nur noch Mogrian der Zwerg. Der hat irgendwie da was auf dein Auge geschossen. Ja, ich stoß ihn mit dem Horn zur Seite und dann gehe ich an ihm vorbei und rauf auf den Zwergen zu. Dann sprintest du auch auf ihn zu. Ist noch von der Reichweite, werdet ihr das noch nicht schaffen. Nächster Kampfrunde bist du da. Iserun, kannst du weiter zugucken? Hast du noch was vor? Ja, ich würde gerne mal nach draußen rufen, ob hier noch irgendwelche von den Ban Khalil heißen, die glaube ich rumlaufen. Genau, die Ferkiner. Also du kannst rufen, du kannst schauen aus dem Fenster, da wo gerade der Zwerg rausspringen wollte und siehst keinen. Dann rufe ich mal nach Mira. Du hörst, wie sie im Stall brummt. Oh, die ist dann wahrscheinlich eingesperrt. Beziehungsweise nicht im Stall, sondern wahrscheinlich im Zimmer von Rafim, oder? Natürlich. Dann brummt sie im Zimmer von Rafim. Ja, gut, ich möchte jetzt aber nicht alleine lassen, die beiden. Der Zwerg ist jetzt gefesselt von dem anderen, richtig? Das dauert noch ein bisschen, aber ja, der wird nach und nach gefesselt. Ich möchte die gleich befragen, aber handel ruhig erstmal den Kampf ab. Gut, ja dann. Rafim stürzt an dir vorbei. Ja, ich werde, glaube ich, relativ perplex diese Banshayan-Geschichte betrachten. Weil der hat ja irgendwie angekündigt, er wollte mit Rafim kämpfen und jetzt kommt Dalan und macht nichts. Und dann werde ich aus den Kopf schütteln und mich umblicken, ob wir sonst irgendwie angegangen werden oder ob wir gerade von dem Rest der Arena irgendwie ignoriert werden. Du also im Grunde möchte ich mich nochmal orientieren, da ist meine Linie schon oben, deswegen. Ja, genau. Du merkst wohl, wie ihr definitiv angegriffen werden solltet von den Prätorianern oder von den Männern von Manach Telgom, alle die gleichen Farben, wie sie jetzt auf dem Boden liegen. Aber mir hat das relativ als Kampfmagier sehr schnell geklärt. Das war wohl ihr Problem, dass sie da in Informationen vorgerückt sind. Ich versuche da nicht zu sehen. Ja, ein paar Novadis, die dann noch gegen die Sonnenlegion kämpft, das Übliche. Okay. Dann werde ich den Prioten, die auf der anderen Seite des Feldes sind, fiese Augen machen, aber erstmal auf Rafim warten. Der hat ja hier irgendwie sein Ding am Laufen. Tsunami. Halt euch, wir müssen los. Rafim hat sich noch nicht um den Zwerg gekümmert, oder? Der stimmt gerade auf ihn zu. Sie ja. Gegeneinander, aufeinander. Sonst sind keine Gegner bei mir, oder? Nein. Alle tot, alle verletzt, kampfunfähig. Schauen wir mal, wie weit ist denn das so? 8 Meter? Ja, also die laufen gerade aufeinander zu, die sprinten gerade aufeinander zu. Ja, okay, das macht Rafim. Also tue ich nichts. Gut, dann, ich glaube, wollte Abel mir noch irgendwie vorziehen? Nein, ich würde zielen, aber noch nicht schießen. Voltax, willst du nochmal den Stab probieren? Ach. Einmal hat es geklappt, einmal hat es nicht geklappt. Ich finde, es ist ein guter Schnitt. Gut. Warte. Dann, Rafim,
bewusst versucht mit, ja, er hat eine große Axt bei sich, eine zweihändig geführte Zwergenaxt, mit der er jetzt ganz gerne nach dir hieben möchte. Ja. Ich versuche mal, ihn umzureißen. In guter alter Tradition. Ja, das hat Garrett auch schon gut geklappt. Ja, vor allen Dingen gegen die Zwerge. Ja, er versucht das zu parieren, beziehungsweise auszuweichen. Mit der Distanzklasse, was auf was für eine Distanzklasse kämpfst du? S, B? Wenn ich so groß bin, müsste es jetzt ja S sein. Nee, müsste sogar... Nee, ich kämpfe ja im Halbschwert. Ach so, im Halbschwert, weil sonst darf ich nicht umreißen. Ja. Leider Gottes. Dann... Sollte das... Auf was fällt der denn aus? 12? Ist um 8 ist Schwert. Ich weiß nicht, was... Das Schwert ist dann nicht, nee. Für die Umreißenprobe. Aber warte, ich schaue es nochmal nach. Nicht, dass ich anlüge. Gib mir eine Sekunde. Umreißen ist um 8 der Schwert. Ja. Ah, okay. Dann habe ich recht. Krass. 8 macht das Schwert separieren, 8 der Schwert auf die Gewandtheitsprobe. Okay, krass. Ja, dann versucht er die Gewandtheitsprobe. Ja, die ist ja Schwert um einen Schaden. Ja, alles gleich fällt hin. Ja, das ist schlecht für ihn, gut für mich. Ja, ich möchte ihn hauen. Er ist am Boden liegend, das ist eine Erleichterung um 3? 5? Sicher? Ich glaube... Wenn er am Boden liegt, ich glaube sogar 5, ja. Am Boden ist 3. 3, genau. Und 3 für ihn, erschwert zu parieren. Dann kommt da jetzt ein 5er Wuchtschlag. Ist also insgesamt ein 8er Wuchtschlag natürlich. Kann ich wieder, jetzt die kann er versuchen auszuweichen? Ja, ne? Ist halt um 3 erschwert. Ja, plus Distanzklasse. Auf dem Boden. Nicht schlecht. Auf dem Boden, 6 plus 3 sind 9. Wenn er eine 12 hat, wenn er nicht nach oben ist, dann kann er sich noch rumdrehen im Staub. Ja, da ist natürlich noch die Distanzklasse drin. Distanzklasse müsste ja, ich weiß nicht, auf der Distanzklasse S. Auf S ist das ein Punkt. Ja, reicht. Dann hast du noch eine Aktion, oder? Ja, dann kriegt er nochmal jetzt eine... Obwohl, ich weiß nicht, er könnte ja auch 3 Aktionen haben, wer weiß. Nee, hat er nicht. Er ist schon nicht ausgewichen. Ja, dann kommt jetzt einfach nur ein Wuchtschlag erschwert um, warte mal... 4 erschwert wegen, dann um 4 erschwert, weil es ist ja nochmal 4 erschwert, weil ich umwandle. Und um 3 erleichtert, also kriegt er einen 4er Wuchtschlag. Guter Tradition. 21 in den Kopf. Aua, aber nicht verdoppelt in den Kopf. Nein. Ja, okay, dann bricht er ohnmächtig zusammen und lässt seine zweihändige Axt fallen. Seine Mordlust oder seine Kampfsucht ist wohl da auch gerade dann aus ihm gewichen. Ihr könnt euch noch ein bisschen umsehen, die Kämpfe gehen weiter und ihr werdet wohl mehr oder weniger dann die Kämpfe so irgendwie beenden können, denn die verausgaben sich da alle gegenseitig, bis dann nach einer gewissen Zeit sich das Feld aufklärt und ihr als Mitgewinner der Raya-Kirche geltet. Ich wollte doch die Feuerten vermöbeln. Wie viele gewinnen denn da am Ende? Es wird dann einfach ausgezählt, wer am Ende noch die meisten stehend hat. Und dadurch, dass ihr das seid, die Ferkiner haben sich da zwar auch zwei Leute verloren, beziehungsweise die liegen halt auf dem Boden blutend, aber ihr seid einfach mit den Leuten noch am meisten, die stehen. Dadurch hat die Reihekirche die Ehre verteidigt. Ich schau die anderen an, bin ich der Einzige, der irgendwie enttäuscht ist? Was ist jetzt? Da hinten stehen noch Leute, komm! Ja, aber der hier, guck mal, der da mit der Robe, der hebt schon die Arme. Das ist noch so ein Priot, hör doch nicht auf den. Vielleicht zaubert er gleich. Ein Priot? Unwahrscheinlich. Ja. Einer von denen, Arimir, nicht einer von uns. Nun ja, ich glaube, selbst so verrucht sind sie, selbst in Afasar nicht, dass Priots könnte zaubern. Ich deute mir, Frau Fiem, hast du den Giftanschlag vergessen? Nein. Also, ja, ist es jetzt vorbei oder nicht? Darf ich nochmal? Puh, wir haben sich recht gut gegenseitig dezimiert. Er schaut, sie tragen schon die Verletzten und die Toten vom Feld. Ich würde sagen, es ist vorbei. Hat jemand diesen Magier erkannt auf der Tribüne? Na, ich habe gerade noch gesehen, wie er sich da hinten irgendwo weggeduckt hat, aber dann habe ich ihn verloren. Also, ich habe ein Bild von ihm gemalt, Abelmir. Bruder, das ist die falsche Arena. Wir stehen in der falschen Arena. Also,
Du enttäuscht mich hier heute am allermeisten. Schnickschnack. Wir stehen in der falschen Arena. Das ist nicht, wie die Prophezeiung es sagte. Kennst du denn noch eine? Das ist eine Arena, schau dich um. Da überall die Arschlöcher, hier wir. Es gibt noch eine weitere. Mindestens eine weitere in Fasar, aber die... Da weiß niemand, wo die Wege hinführen. Die Blutgruben. Die richtigen Blutgruben. Unter diesen hier. Irgendwo unter diesen hier. Dann lasst uns wissen, wenn ihr sie gefunden habt und ihr macht mit Rafim einen neuen Termin aus. Genau. Bis dahin würde ich sagen, es steht Rafim 1, Hörnermann 0. Nein, ich werde euch begleiten. Sag mal, aber sonst geht's dir ganz gut, ne? Ich weiß nicht, was du mit deinen komischen Weibern davor hast, aber Isarun gefällt sowas nicht. Und sie ist nicht hier, also. Das können wir jetzt so nicht. Da können wir nicht keine Zusagen machen. Ihr reißt uns allen den Kopf ab. Wieso will euch der Bürgermeister tot sehen? Weil er ein Wichser ist. Warum hat diese Stadt einen Bürgermeister? Ich dachte, sie hat diese Zodamin Erhabenen. Er ist ein Erhabener, aber das entspricht nicht seinem Selbstverständnis. Deswegen nennt er sich Bürgermeister. Lässt sich von seinen eigenen Leuten so nennen. Vielleicht, weil wir die ganzen Prioten vermöbelt haben. Moment. Thema Prioten, Rafim, ich stopfe sie irgendwie so ein bisschen in den Ellenbogen in die Rippen. Oder in die Rüstung. Die packen wir uns nachher noch. Wart's nur ab. Ja, noch eine Prügelei, Alan. Du weißt, wie man meine Laune wieder hebt. Jetzt aber mal, wer ist denn dieser Bürgermeister? Haben wir ihn schon kennengelernt? Manach Tergum war einer von denen, die uns eingeladen hatten, wenn ich mich nicht irre. Seltsame Sache. Und warum will er uns dann umbringen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich glaube, also in Alan vor, macht das schon Sinn. Naja, er könnte uns eingeladen haben, um uns zu bringen. Na, dann oder er ist wie Hublet beleidigt, dass wir nicht oben bei ihm auf der Tribüne sitzen, sondern uns entschieden haben zu kämpfen. Ich schlage Folgendes vor. Wir schnappen uns diesen Bürgermeister, verabreichen ihm ein paar von diesen Medikamenten, die dieser freundliche Medikus uns angeboten hat, und dann wird er schon reden. Warum treten wir nicht einfach, bis er redet? Och, ihr seid immer so ungastlich. Also ich fühle mich gerade ziemlich ungastlich. Sie haben geboten, wenn ich gegen euch kämpfe. Ja, ihr habt ja auch gegen uns gekämpft, also würde ich sagen... Ja, dann würde ich auch meine 10 Dukaten holen, wenn ich du wäre. Ist das nicht ehrenhaft? Wir haben die gesamte Arena bestochen. Oh. Ich blicke mich mal nach den ganzen Verletzten um, die gerade hier vorgetragen werden, die wir nicht umgehauen haben. Um euch zu töten. Weil ihr im Bunde mit der Raya steht. Ich glaube, es ging aber nicht um Raya, sondern um Rishalia. Ich musste mal die Tribüne... Ja, wer ist denn eigentlich da von denen, die uns eingeladen haben? Du guckst auf die Tribüne, Rishalia ist nicht da, aber du siehst, wie die Fexkirche natürlich anwesend ist. Du siehst auch, wie Manach Tergum euch begutachtet. Du siehst die Schlachtergilde, die Magiertribüne ist natürlich auch leer, die haben anderes zu tun. Du kannst noch die Waffenhändler sehen von Alric Alpunini. Du kannst die Novadis natürlich erkennen, die sich aber auch gerade aus dem verabschieden. Die haben natürlich auch verloren. Und ja, es sind halt irgendwie eine ganze Menge da. Du kannst auch den Patriarchen der Zwerge erkennen. Ulamin runzelt die Stirn. Rishalia ist nicht hier. Das könnte Übles bedeuten. Wollen wir zuerst zum Tempel oder wollen wir ein ernstes Wörtchen mit Manach Tergum reden? Seine Leute sind es am offensichtlichsten angegangen. Ich glaube, jetzt können wir ihn am einfachsten packen, wenn er aus der Arena kommt. Ich denke auch, aber wartet noch einen Moment. Wie sieht es denn jetzt aus mit... Wir haben doch gewonnen, oder? Ja, genau. Es gibt bestimmt einen tollen Preis. Einen Preis hat man ja so eine genommen. Kleine Schärpe, die kann man immer super verwetten. Was guckst du denn jetzt so, Jalan? Das passiert einmal. Oder so viele Frauen, wie du willst. Warum mir schenken, was ich immer haben kann? Ja, erzähl's meiner Frau nicht, ja. Was? Das Kaffee mit deiner Frau? Dass ich diesen Mist hier gewonnen habe. Was ein Vorwurf, das würde ich doch nie tun.
Kannst du verschiedene Männer haben, wie du willst. Ja. Nicht auch der Punkt. Das. Banshai an. Nicht Depp. Ich dachte, das wäre jetzt der Punkt, Jalan. Komm, dass wir zu den Ausgängen kommen, bevor dieser Bürgermeister sich verzieht. Ach, und mein schöner Plan, Tomic Arterium zu einer Sauftour einzuladen. Oh, ich dachte, das wäre das. Ja, das auch mal. Ja, aber ich weiß nicht. Es geht offensichtlich um, den horizontalen Cha-Cha-Cha, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich dachte, es ginge irgendwie um, Rausch, Alkohol. Oh, das habe ich total missverstanden. Ja, ich schaue mich mal um, ob ich eine von den Raya-Geweihten finde. Außer Zulamin? Nachher. Scheiße. Ich gehe mal zu den Fakina. Die kümmern sich bestimmt um ihre verletzten Brüder. Vor allem um die Pferde erstmal. Ja. Jungs? Ah, Blutsauser. Reshalia ist nicht hier. Ich glaube, wir haben Ärger. Wir reden mit Manach Tergom. Wir glauben, dass er seine Leute speziell auf uns angesetzt hat, aber keine Ahnung, wer sonst noch in die Sache verwickelt ist. Schaut ihr, dass ihr zum Tempel kommt, ob dort alles in Ordnung ist? Das können wir machen. Oh, und würdet ihr unsere blutlose Freundin holen? Ihr wisst schon, Isarun, die kluge und weiße Magierin. Die weiße Frau? Groß? Ja, genau. Können wir machen. Damit stiefeln sie los. Währenddessen in den Gemächern von Zulamin. Der Blitz, ich finde, ist mittlerweile abgeklungen und Borix liegt gefesselt vor dir. Der andere in Schatten gehüllte oder in dunkle Gewandung gehüllte, sehr dürre Gestalt steht unschlüssig, zitternd vor dir und hat mittlerweile auch seine Kapuze runtergezogen. Es ist wohl ein junger Mann, vielleicht 16 Lenze oder so und sieht aus wie der typische Einbrecher. Wie sieht denn ein typischer Einbrecher aus? Was willst du tun? Ich möchte, dass er sich erstmal hinsetzt. Du da, setz dich in diese Ecke. Ja. Kannst du schreiben? Nein. Ich drehe mich zu dem Zwerg um. Kannst du schreiben? Ja. Gut. Kann auch lesen. Dann machen wir jetzt eine kleine Befragung. Isarun nimmt ein Blatt Pergament, eine Schreibfeder hervor oder einen Kohlestift und legt sie vor den Zwerg. Wir machen es so. Ich stelle Fragen und du da, Zwerg, wirst sie schriftlich beantworten. Und dann werde ich deinen Kumpanen fragen, ob das auch die Wahrheit war. Und wenn die Antworten nicht übereinstimmen, haben wir ein Problem. Verstanden? Ja, so mache ich das auch immer. Gut. Ja, ich warte darauf, dass er sich die Feder da gegriffen hat. Ich nehme mal an, das wird sehr umständlich aussehen, weil er ja gefesselt ist. Aber darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Ja, er guckt dich dann an, er tunkt die Feder einmal ein. Sieht sehr gekonnt aus. Was ist in der Truhe drin? Er schreibt auf Gold. Genauer. Er stiert dich finster an. Unterstreicht nochmal Gold. Welcher Art? Drittsphärisch? Nicht drittsphärisch? Er schreibt hinter das Gold, schreibt dann nur eine kleine 7. Steht dich weiter finster an. In wessen Auftrag machst du das hier? Xerans. Ein persönlicher Auftrag? Gut, oder? Nicht reden, schreiben. Er knickt die Feder durch und legt seine Hände wieder auf das Blatt Papier. Bring ihn ruhig um. Willst du mir sagen... Vermis weiß nichts. Braucht ihr nur, um hier reinzukommen. Der Junge schüttelt beim Kopf. Nicht umbringen.
Ich weiß nichts. So, du da. Ich wende mich jetzt zu diesem Jungen um. Ich hab 5 Silber bekommen. Aha, von wem? Von ihm. Wo hat er dich angeworben? Auf dem Markt. Was ist in der Truhe? Ich weiß es nicht. Sie ist schwer. Was hast du gegen die Raya-Kirche? Ich weiß es nicht. Ist das von der Raya-Kirche? Bist du von der Raya-Kirche? Derzeit ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das für 5 Silber gemacht. Und läufst du immer mit Paktierern herum? Kennst du noch mehr? Was ist ein Paktierer? Ein Dämonendiener. Glaubst du etwa, diese goldene Hand ist normal? Dieses Diamantenauge? Keine Ahnung. Ich dachte, er wäre einer von den Erhabenen. Oder so. Erhabener. Ich sollte hier einbrechen. Er gab mir die Truhe. Ich sollte sie unter das Bett schieben. Und diesen Brief. Was für ein Brief? Hier. Ich nehme ihn mal entgegen und falte ihn auseinander. Werte Zulamin, den Mord an deinen Brüdern und Schwestern rechnen wir dir hoch an. Da nun Rishali aus dem Weg geräumt wird, ist der Platz für dich frei. Wie besprochen erhältst du für den Giftanschlag 500 Batzen und freien Zugang zu den Aburj der Yolfasar. Wächst mit euch HBCH.